Also, wir sind hier in der Sportbar, gerade neben unserem Büro an der Langstrasse 21. Und da haben wir uns vor kurzem getroffen. Thomas Meyer, du bist Schriftsteller. Wir haben uns kennengelernt an einer Party, freundschaftlich auf jeden Fall. Haben wir? Ja, ich glaube. So haben wir uns gesehen, dass ich irgendwo kennengelernt habe. Ich glaube, du hast mich mal angeschrieben, ob ich dir als Texter helfen kann. Ja, das ist viel. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall zu lange her, dass es mir noch wissen. Genau, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja egal. Und dann beeindruckt hast du mich mit deinem ersten Buch. Es hat mir total gut gefallen. So gut habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Danke. Ich kann mich auch sehr identifizieren mit dem Protagonisten in diesem Buch. Und seitdem bist du mir wirklich sympathisch. Danke und gleichfalls. Genau. Und dann habe ich ja letztes Jahr. Dann haben wir lange nicht mehr voneinander gehört. Genau, lange nicht mehr voneinander gehört. Dann habe ich letztes Jahr Werbung gemacht für eine dritte Säulengenossenschaft, oder? Richtig, ja. Finde ich immer noch eine super Idee. Wir haben aber ein Problem, das umzusetzen, weil einfach die Leute relativ träge sind. Aber du bist nicht träge, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, Hermann, hilf mir mit meiner dritten Säule. Ja, weil das, was du geschrieben hast, hat mich sofort überzeugt. Ich lese ja mal auch im K-Tipp über Anlageangelegenheiten und eben darüber, dass Pensionskassen ja gut finanziert sind eigentlich und so weiter. Und das hat mich dann einfach gerade überzeugt, was du geschrieben hast, und dann haben wir uns wieder getroffen. Genau, und dann haben wir uns getroffen, da in dieser Bar, hinten an der Bar, nicht genau. da vorne. Und du hast mich gefragt, was du mit deiner dritten Säule machen könntest. Und ich kann mich noch erinnern, dass du dir null Gedanken gemacht hast. Und dann war das eine Stunde da gewesen. Wie ist es dir gegangen in dieser Stunde, mit mir über das zu reden? Also es ist ja nicht so, dass ich mir null Gedanken gemacht hätte, weil sonst hätte ich ja gar nie in die dritte Säule einzahlt. Sonst würde ich ja gar nicht mich damit beschäftigen. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich seit 25 zahle ich auf die dritte Säule ein. Und ich habe drei so Konti. Aber ich war auch immer ein bisschen skeptisch gewesen, weil das, was man mir da verkauft hat, habe ich erstens nicht durchblickt. Ich habe nicht verstanden, warum es da ein bisschen Leben und ein bisschen Tod braucht und so weiter. Und was ich vor allem nicht verstanden habe, ist, warum ich unter Umständen am Schluss weniger habe, als ich eingezahlt habe. Das hat mich sehr gestört. Oder? Und dann hast du mir aufgezeigt, dass man bei der VIAG kann seine drei Ankonten transferieren. Ja. Das habe ich dann auch gerade gemacht. Zwei von drei sind jetzt schon dort. Und als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, hatte ich einen Gewinn von 532.70 Franken. Nach einem harten Verlust von 4.36 Franken. Und ich habe mich sehr gefreut. Und da habe ich dem netten Herr das geschrieben. Und er hat mich auf etwas hingewiesen, wo du mich ja auch schon hingewiesen hast. Nämlich, dass das immer schwankt. Ja, das ist schön. Und dass man sich darum A, über Gewinne zu fest freuen sollte, und B, oder? Eigentlich ist das ja wichtiger, über Verlust nicht zu fest zu ärgern und sich nicht zu verunsichern lassen, zu dauern, oder? Ich habe ja für dich einige Blogtexte redigieren und dort war das ja ein grosses Thema. Lass dich nicht verunsichern, es schwankt sowieso. Reagier nicht auf Schwankungen, wenn es runtergeht. Versuch quasi, dein Naturell auszuschalten, oder? Und wo ich vor ein paar Jahren das erste Mal Text für dich redigiert habe, ist mir die ganze Materie noch recht fremd gewesen, und auch nicht sehr sympathisch. Ich habe mich mit all diesen wirtschaftlichen Belangen wirklich nicht, bin nie warm geworden. Ich habe es auch nicht verstanden, es hat mich nicht angezogen. Und wenn ich jetzt das zweite Mal, ein paar Jahre später, offenbar bin ich jetzt alt genug, damit beschäftigt haben. Ja, das braucht ein gewisses Alter. Habe ich plötzlich gemerkt, nein, eigentlich finde ich das spannend, was du da sagst und was da passiert. Und ich habe dann deinen Newsletter, bin ich jetzt Abonnent. Und du hast ja da Empfehlungen gemacht. Ich bin da so stolzer Besitzer, das darf ich vielleicht sagen. Ich habe von Schneider Electric zwei Aktien und von Lyondell eine Aktie. Und ich habe mir das Monatsbudget festgelegt für das Investment. Und mache jetzt einen Dauerauftrag und kann dann immer schauen, was empfiehlst du gerade. Die Empfehlung heisst ja dann kaufen und halten. Ja. Also was hat quasi deine Empfehlung? Und dann schaue ich, was das ist, was die machen.